Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Leute, in dieser Folge geht es richtig los. Also, ich habe hier schon mal etwas vorbereitet. Ja, hier wird etwas ausgebrütet und hier, aber erst gleich, denn jetzt ist es noch nicht so weit. Wir müssen jetzt gucken, was wir jetzt bauen. Also, schweren Stahlzaun müssen wir jetzt bauen, denn hier kommen sehr krasse Viecher rein. Okay, ich glaube, ich muss es erstmal bauen, weil ich denke mal, das dauert halt einen Ticken lang. Aber ich denke mal, ich kriege das schon schnell hin. So, Leute, das ist unser Gehege. Ihr könnt das jetzt genau so betrachten. Es sieht eigentlich ganz nice aus. So, und dann gibt es jetzt das Besondere. Hier kommt ein Tor rein und hier kommt ein Tor rein, weil hier in der Mitte werden wir es trennen. Aber jetzt noch nicht, denn ich habe was ganz Besonderes vor. Also, hier machen wir jetzt erstmal, ich sag mal, hier kommen ja die Leute, um zu gucken. Also werde ich hier schon mal was platzieren. Dann, ja, etwas ganz Großes wird hier reinkommen. Baue ich jetzt mal hier so hin. Dann brauchen wir Wasser. Wir brauchen jetzt einen Ticken Wasser. Das können wir jetzt, ich würde mal sagen, wieder hier vorne platzieren, oder? Mal sehen, da ein bisschen, hier so ein bisschen. Na komm, das braucht einen Ticken mehr hier. Zack, zack. So ist gut. Hier machen wir genau dasselbe, weil, ihr wisst ja, die Leute wollen halt was sehen und ja, die brauchen halt etwas. Und dann brauchen wir noch das hier. Ja, ich will sie jetzt echt beide verbinden. Ihr könnt es nicht vorstellen, aber es wird so passieren. Passt auf. Und zwar sind wir jetzt soweit, etwas Krasses herzustellen. Und zwar den T-Rex. Ja, ich werde jetzt alle Sachen extrahieren und dann sind wir locker um die 50%. Hier, 4 Sterne. Zack. Und wir sind schon bei 48%. Mal gucken, wie weit der am Ende ist. So, da der T-Rex ja noch eine Mache ist. Pass auf, wir machen das jetzt so, dass wir jetzt hier mal sehen, Ausbildungstempo. Zack. Und jetzt die Erfolgsrate brauchen wir. Wir brauchen, glaube ich, sogar zweimal. Denn wir wollen jetzt herstellen. Zack. Wo ist er denn? Den Brachiosaurus auf 70%. Mal sehen, wir müssen kurz gucken, wir müssen ihn ein bisschen erhöhen. So, mal sehen, die Farbe lassen wir erstmal. Lebenserwartung muss auf jeden Fall steigen und zwar nehmen wir das hier. Und was haben wir hier noch? Hier, das nehmen wir auch noch. Okay, du wirst schon mal hergestellt. Fast 1 Million kostet das, aber bei 112 Millionen dürfte es uns nicht jucken. Wir stellen vorsichtshalber sogar noch 2 Stück her, aber den diesmal in einer anderen Farbe. So, zack, hergestellt und ausbrüten. So, jetzt fehlt nur noch der T-Rex. Der T-Rex ist, glaube ich, immer noch ein Ticken noch nicht weit genug. Halten komm. Wir uns nicht mit. Ach, komm. Ja, wie gesagt, ich halte mich nicht auf. Okay, der ist jetzt fertig und der T-Rex ist jetzt auf 64%. Krass. So, jetzt bin ich mal gespannt. Brutkasten, Dinosaurier ausbrüten. Okay, wo befindest du dich? Rexy? Da. Okay, den müssen wir jetzt erstmal gucken. Mal schauen. Ich würde mal sagen, der behält jetzt erstmal seine Farbe. Wir müssen ihn halt richtig betrachten, wie der jetzt ausschaut. Okay, dann nehmen wir das natürlich. Verteidigung. Verteidigung können wir auch noch was nehmen. Ich glaube, das allererste ist ganz gut gewesen. Hier, Angriff. Zack. Und hier haben wir jetzt noch etwas. Alter Schwede, wir können ihn echt... Hier, das machen wir. Reaktionsgeschwindigkeit. Vielleicht brauche das mein Bronto. Mal gucken. Ja. Jetzt fehlt nur noch ausbrüten, ne? Das dürfen wir halt nicht vergessen. 2 Millionen! Naja. Und den machen wir jetzt auch nochmal in einer anderen Farbe. Und zwar würde ich mal sagen, immer das Dunklere. Das sah immer am besten aus. So, Leute. Unser erster Brachiosaurus ist fertig. Yes! Okay, er ist nicht abgebrochen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ja der größte Lebewesen hier in Jurassic World Evolution. Oha, der ist ja echt riesig. Alter, wie haben sie den da drin gezüchtet? Das geht doch gar nicht. Der ist größer als das ganze Gebäude. Okay, das ist geil. Ach ja, falls ihr euch fragt, was das ist, ja, das ist mein Ranger. Ich warte auf ein Foto. Ich will auch ein Foto von dir haben. Ich muss gucken, wie groß der ist. Alter, ist der wunderschön. Oha. Oh, da kriegt man Gänsehaut. Habt ihr das gehört? Oh, ein Brachiosaurus. Wundervoll. Vegetariosaurus. Die großen Dinos. Okay, er braucht mehr Wald. Oha, Leute. Heftig. Also, das ist heftig. Hier, du kriegst so viel Wald, wie du von mir willst, ja? Okay, nicht zu viel Wald, aber hier, da hast du schon mal etwas. Darf ja nicht zu viel. Wir wollen dich ja auch noch sehen. Kleiner, zeig dich mal. Ist immer noch zu wenig? Nee, warte mal.
Das steigt jetzt gerade, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube, der will noch einen Ticken Wald. Kannst du haben? Pass mal auf, du kriegst da noch ein bisschen. Komm mal hier noch ein bisschen. Komm. Achso, warte mal, jetzt mache ich das weg. Komm mal da noch einen Ticken. Hier noch einen Ticken, damit die Menschen dich nicht so wirklich die ganze Zeit begutachten können. Da noch ein bisschen, da noch ein bisschen. So, also wenn ihr jetzt dich noch er beschwert sich nicht. Oh Leute, hier. Fahrzeug lenken. Oha. Ja. Reiß das schön sein Maul auf. Belohnung einsammeln, natürlich. Starker Schnappschuss. Alter Schäde. Nicht oft. Ja, ne? Gelingt zwar nicht oft, aber trotzdem ist es geil. Holy shit. Okay, Leute, aber leider habe ich gleich was mit dem vor und... Nicht abhauen, nicht abhauen. Nein, 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 du brauchst keine Angst zu haben. Keine Angst, keine Angst. Du musst gleich jetzt... Oh, Leute. Es ist soweit. Warte mal. Wir lassen den... Das ist der Steppenmuster. Okay. Sie ach, das wissen, ist der Steppendings. Wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Vor allem hier in der Gegend. Kollege, du musst jetzt ruhig sein. Leute, es ist soweit. Der T-Rex wird... geboren. Oha. Jetzt bin ich gespannt. Ach du Scheiße. Okay, er ist frei. Komm, hau raus. Hau deinen Ton raus. Komm, wir warten darauf. Oh yes. Okay, er ist es. Alles klar. So Leute, auf jeden Fall kriegt er einen ganz speziellen Namen. Und zwar wird er King heißen. Falls ihr euch fragt, woher kommt dieser Name? Ich habe jemanden kennengelernt, er heißt Joaquin, er ist noch sehr, sehr jung, er ist 9 Jahre alt, hat schon sehr, sehr viel in seinem Leben durchgemacht und deswegen... Oh Gott, das ist wie ein Film! Und warum? Ach du Scheiße! Weil er für all das also, wer nicht kennt, den Joaquin, er ist ein sehr, sehr netter Junge und wirklich, also wenn ich wirklich sage, er hat schon viel in seinem Leben durchgemacht, dann meine ich es wirklich. Also, er hat es wirklich verdient und deswegen wird dieser T-Rex... King heißen. So war's. Ich hoffe, Joaquin ist damit auch zufrieden. Aber ich denke mal, das werde ich das nächste Mal von Ihnen hören dann. Zu Ihnen. Also Joaquin, Grüße gehen raus. So, was macht er denn jetzt? Das wäre was geschafft. Macht er denn jetzt? Er greift den Brachio nicht an? Aber er will ihn hier, oder was? Okay, zeig mal her, Kollege. Oh Gott! Oh Gott! Oha! Sag jetzt nicht, die greifen sich an. So, kriege ich dafür viel Geld? Na komm, komm, 30.000, da könnt ihr doch ein bisschen mehr geben, oder? Ach du Scheiße! Oh Gott, die bekriegen sich, oder? Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Alter Schäde, Leute, der T-Rex und der Brachio sehen übelst geil aus. Aber irgendwie machen die noch nichts. Na komm, T-Rex, ich weiß doch, du willst es. Komm, ich weiß es doch. Komm. Willst du echt nicht? Aber Leute, er sieht echt nice aus, oder? Oh mein Gott, ich könnte dich den ganzen Tag betrachten. Wie geil sieht denn der Indominus Rex dann aus? Alter Schwede. Auf Sturm getroffen. Was aus... Ach, guck mal, hier, Brachio. Du willst doch nicht fliehen, oder? Oh Gott, jetzt regnet es auch noch. Zeig mal, wie du in deiner ganzen Pracht hier aussiehst. Oha, Leute, ich glaube, der ist ein Ticken böse auf uns, oder? Ne, ich glaube, ist alles gut. So, wo willst du denn hin? Komm, der Brachio, der sucht dich schon, Rex. Komm. Komm, King, hau raus. Wo will er hin? Hier auf... Er will die Ziege, er will die Ziege. Yes! Okay, die Ziege ist weg. Ach, ey, wo ist die Ziege? Ich hab sogar ein Achievement mitbekommen. Oha, Leute. Schaut euch diesen Brecher an. Okay, ich muss diese Fotos machen, weil ich weiß immer noch nicht, wie dieser Modus geht. Aber ich warte jetzt, bis die beiden kämpfen. Ansonsten hole ich den Rex raus, den zweiten Rex. Oh Leute, er nimmt Anlauf. Oh mein Gott, lass die Typen im Auto in Ruhe. Die sind schon tot. Allein schon von einem Geschrei, das ist schon zu krass. Okay, anscheinend Brachio und T-Rex. Nein, 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 die kämpfen nicht. Es scheint wirklich so zu... Oh Gott, oh Gott. Okay, macht nichts, er brüllt die nur an. Aber Rex... Okay, er wollte antäuschen. Nein, 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 Rexy. Come on, das kannst du nicht tun. Nee, die tun nichts, die tun nichts. Nee, nee, die bleiben wieder Freunde.
So Leute, da es mit dem Rex nichts passiert, lassen wir den nächsten Rex frei. Zeig du dich doch mal von deiner ganzen Pracht. Oh Gott. Eieieiei. Ich glaube, das ist eher der King, oder? Ich glaube schon. Oh Gott, der sieht gefährlicher aus. Ihr habt's gehört, Leute. Oh Gott. Ihr wisst jetzt, was passiert, oder? Ja, ich glaube, ihr wisst ganz genau, was passiert. Er wird jetzt zum anderen Rex gehen und ihn verprügeln. Glaube ich. Leute, wir nennen ihn King, oder? Ich glaube, das ist wirklich der King. Alles klar. Oder ist da drüben King? Oder ist das Joaquin? Mal gucken, was sich gleich ergeben wird. Aber irgendwas wird passieren. Es wird etwas passieren, hundertprozentig. Okay, die stehen beide nebeneinander. What the hell, was habt ihr vor? Wollt ihr beide zusammen jagen gehen? Das ist seltsam. Habe ich es geschafft, dass sich zwei T-Rexe, dass zwei Stück sich lieben können? Holy shit, ich hab's geschafft, Leute. I did it. Oh, Leute. Das sieht sehr gut aus. Oha. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, sie kämpfen. Okay, King hat einmal zugeschlagen. Alles klar. Ach du Scheiße. Oh Gott, er blutet. Okay, mal sehen, wir gehen auf Kings Seite. Alles klar, okay, King hat noch keine Wunden, aber der andere hat sehr tiefe Wunden. Das sieht nicht... Oha, jetzt schleichen sie um herum. Oh, Joaquin hat Treffer abbekommen. Alles klar, aber ich hab einen Ranger da drüben. Alles klar. Oh, ich glaube, wir müssen King helfen, oder? Komm, King, du schaffst es. Komm. Alter, die Wunden sehen echt heftig aus. King, wenn du jetzt nicht angreifst, dann wirst du sterben. Komm, du schaffst es. Los. Gehen die auf? Warte mal. Okay, Ranger. Zack. Was habt ihr vor? Aufgaben, komm. Heil ihn. Komm. Was? Eins verstehe ich nicht. Was haben die jetzt vor? Wollen die jetzt den Brachiosaurus töten? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Okay, wir werden ihn trotzdem heilen. Ich habe hier drüben halt noch was vorbereitet. Hier. Und zwar wird der Trike rauskommen. Ihr kennt ja, früher wurde immer halt in Geschichten und so weiter gezeigt, dass... Er will schon wieder einen Schwanz weisen. Dass ein Trike gegen einen T-Rex immer gekämpft hat. Und deswegen, wir wollen halt mal gucken, ob es wirklich so ist. Ja, Gesundheit. Kollege, kannst du mal kurz hier zack machen? Wo ist mein Ranger hin? Da ist er. Alter, der will jetzt nicht ausbrechen, oder? Nee, sieht noch gut aus. Aber... Wir haben es verstanden, ne? Greif ihn dir. Ah, ich glaube, der greift den T-Rex an, oder? Oh, was hat er gerade mit seinem Schwanz gemacht? Was war das denn? Das war ja strange. Ach Mann, Kollege, ich muss dich retten, ja? Rex? Das wirst du nicht überleben! Eieiei, okay, Leute. Er ist halt ein Ticken angeschlagen, aber wer wird es überleben? Eigentlich müsste ja der T-Rex es vielleicht noch schaffen. Ich habe mal jetzt richtig hochgepusht. Komm an, er schafft das. Yes! Nice, niedrige Gesundheit. Okay, sieht schon mal gut aus für den T-Rex. Das sieht schon wieder nicht so gut aus. Der Anschreien bringt bei ihm nichts. Komm, zeig alles. Komm mal, Kleiner. Komm. Alter, die Leute, die sehen gerade so ein Schauspiel, das ist heftig. Na komm, zeig. Okay, er lässt es. Leute, die Dinos, die mögen sich. Okay, mal sehen. Aufgabe. Wen habe ich denn jetzt? Ach du Scheiße. King will jetzt ran? Gesundheit, 88%. Okay, der andere T-Rex hat ein bisschen weniger. Okay, zeig mal her, King, du schaffst es. Mach ihn nieder, komm. Zeig. Brech das Genick. Sehr gut. Sehr gut. Und brach mir was. Oha. Yes. Das wollten wir sehen. Nice. Okay. Eieieiei. Sein Geschrei ist so heftig. Das ist krass. Okay, komm her. Wir teilen ihn ganz kurz. Komm her, warte mal. Super. Komm her, ich will dich nur heilen, ja? Aber ihr seht, Leute, die Dinos töten sich zwar gegenseitig, aber nicht full.
Okay, jetzt müssen wir King heilen. Komm. Nicht, dass er ihn jetzt angreifen möchte, weil ich weiß nicht, wie das jetzt bei denen funktioniert. No, nicht brüllen. Okay, die wollen's. Wir müssen King helfen. Einer muss aber von denen jetzt sterben. Irgendwas machen die, Leute. Oha, ihr wollt nicht ausbrechen, oder? Ranger. Reparieren Zaun, bitte. Reparier, komm, schnell. Alles klar, okay. Toter Dino, kannst weg. Komm, ein Dino muss jetzt weg. Geborgenheit ist halt nicht gut bei ihnen. Leute, wir müssen was machen. Ein Dino muss weg. Oh, gut. Nein. Aufgabe hinzufügen. Der muss sofort... Holy shit! Da ist einer. Komm. reparier es. Ja, guten Tag. Können Sie wieder zurückgehen? Alter, Leute, jetzt kommt der zweite auch noch, oder? Ja, nice. Kommt raus. Kommt. Ha, Treffer. Oh, shit. Das müssen wir uns ganz kurz angucken. Zaun reparieren. Alter, der T-Rex ist frei. Oh, mein Gott. Das sieht so geil aus. Es sieht so einfach so geil. Er wird sterben. Oder eher gesagt, sie wird sterben. Oh, shit. Bye, Baby. Nice. T-Rex, ich hoffe, es schmeckt dir. Na, wie ist die Ware hier? Ist sie gut? Ja? Sehr gut? Oder ist nicht so? Ja, ist gut. Okay, Leute, er will mehr. Das können wir jetzt aber nicht machen, weil das, macht unseren Park runter. Und zwar müssen die jetzt den Down machen. Okay, wo ist denn der andere Rex? Ah, da, der ist down. Okay, dann muss er halt da bleiben. Okay, King. Los, komm raus. Ah, und diesen T-Rex verkaufen wir erstmal, weil sonst bricht der aus, Leute. 1 Million kriegen wir für ihn. Nice. Okay, King. Los, was machst du? Was hast du vor? Nein, das willst du doch nicht machen, oder? Nein, nicht tun. Okay, Leute. Okay. Das ist nicht gut. Das ist natürlich nicht so gut. So, der wird jetzt erstmal schön down gemacht. Wie sieht denn das aus, wenn er hochgebracht wird? Zeig mir her. So, er geht hoch. Oh, er schläft wirklich wie ein kleines Baby. Das sieht süß aus. Bye, bye, ja? Ich stell dich nochmal her, aber in einem anderen Gehege, weil das ist sonst zu krass. So, Kollege, und du kommst von dorthin. Kommst du dorthin? Unterwegs, so. Um Produkt abzuholen. Alles klar. Und hier machen wir jetzt eine Linie, Leute, denn wir können das nicht verantworten, ne? Falls die sich wieder bekriegen, weil ihr seht ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die ausbrechen. Ich weiß es halt nicht, aber vielleicht habe ich ja recht. Na, Leute, auf jeden Fall war es das erstmal wieder von einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Es war einfach zu geil, Leute, den T-Rex auszuprobieren. Das ist halt so nice. Diese, okay, Kreatur wollte ich sagen. Dieser Dino, heftig und sein Gebrüll. Wow, Leute, also das war like Jurassic Park 1. So, falls euch auf jeden Fall die Folge gefallen hat und T-Rexe, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.